Hallo und herzlich willkommen zu Vlog 44 und mein Thema heute ist eigener Haushalt. Ja, Teil 1. Okay. Ja, es folgen noch ein paar andere Teile, das werden die nächsten Vlogs alle sein. Also für die Leute, die sich überhaupt nicht interessieren oder die es noch so weit entfernt sind, ihr könnt es euch angucken, müsst es euch nicht angucken, das sind eure Entscheidungen. Und ja, warum dieses Thema? Nun, es gibt viele Leute, die einfach sich denken, komm, wenn ich ausziehe, komm, das wupp ich schon alles. Aber bedenken einige Sachen nicht und die wollte ich mal gerne ansprechen. Zum Beispiel, das erste Thema ist Wasser und Strom. Ja, Wasser und Strom, kann man sich einiges vorstellen, kann man auch einiges nicht vorstellen. Nun, in dem Falle machen wir das Thema Wasser und Strom sparen. Denn was kann man alles tun, um beispielsweise Wasser zu sparen? Ja, wie lange duscht ihr oder badet ihr oder wie auch immer, oder, ne? Beim Duschen ist das ja eher so, wenn man duscht, ist das ja so, dass man entweder das Wasser laufen lässt oder es ausmacht. Sparender ist das Ausmachen. Und sparsamer ist das Anlassen, denn wie viel Wasser verschwendet man später beim Anlassen? Also unnötiges Wasser. Wenn man das auf eine Duscheinheit rechnet, ungefähr 2 Liter Flaschen, das ist schon ganz schön viel. Und wenn ihr alleine wohnt oder mit jemandem zusammen wohnt oder halt grundsätzlich nicht mehr bei Mami wohnt, das geht in die Kosten. Also man müsste mal so eine Tabelle mal für sich angucken. Ich hoffe mal, ich habe einen unten verlinkt, also einen von den Wasserwerken, wie teuer sowas ist, so. Ja, lassen wir es mal so stehen. So. Ja. Ja, wie kann man denn noch Wasser sparen? Außer wenn man das mit dem Duschen, dass man das mal ausstellt. Also, man kann auch bei solchen Duschen zum Beispiel oben beim Duschkopf das Einstellen, dass weniger Wasser kommt, dass man nur so viel Wasser durchlässt, wie auch man selber braucht. Also es gibt ja Duschen, wo wirklich das Wasser richtig rausspritzt, so richtig macht. Und es gibt auch Duschen, wo es weniger ist. Bei weniger wird natürlich auch weniger Wasser verschwendet oder weniger Wasser verwendet, sowohl als auch. Und so kann man eigentlich Wasser sparen. Man kann auch Wasser sparen, zum Beispiel beim Zähneputzen. Jetzt können einige sagen, Zähneputzen, dann lässt du das Wasser weg. Nee. Kann man nicht. Man kann aber auch einen Zahnputzbecher nehmen. Wer jetzt sagt, das ist aber für Kleinkinder und hat es nicht gesehen. Ja, man kann aber auch normales Glas nehmen, das danach auswaschen, dann ist es gut. Und man hat Wasser gespart. Okay, mit dem Wasser ausspülen. Obwohl, was ist sinnvoller, Wasser, ein Becher mit Wasser wieder auszuspülen? Oder den Wasserhahn laufen zu lassen, im Sinne von, naja, ich mach mal so und dann alles wird gut. Wobei über 50% dann eigentlich daneben gehen. Auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, Wasser sparen und so und nie und, naja. Doof, ne? Ja, wo kann man alles noch Wasser sparen eigentlich? Ja, zum Beispiel, wenn man badet. Nun, wenn man länger duscht, also normalerweise länger duscht, so halbe Stunde oder ähnliches, ist es wirklich sinnvoller zu baden, wenn man die Möglichkeit hat. Denn Baden ist eigentlich ein Luxus in der Hinsicht, denn so viel Wasser, wie da verwendet wird, ist schon sehr viel. Und ja, darum baden, wenn man wirklich badet, länger baden. Und alles ist supi. Das ist genau dasselbe wie wenn man länger duscht, halt die halbe Stunde duscht. Dann gibt es auch beim Wassersparen zum Beispiel Warmwasser und Kaltwasser. Das Warmwasser kostet deutlich mehr als das Kaltwasser, denn das Warmwasser muss ja erhitzt werden und das braucht auch Energie und dementsprechend, wenn ihr beispielsweise nicht unbedingt darauf verzichten wollt, jetzt warm zu duschen, dann halt wirklich so minimieren, so gut wie möglich und ja. Ne? So sieht's aus.
Dann kommen wir nun zu Strom. Ist ja auch wichtig. Und ja, wie kann man Strom eigentlich jetzt mehr sparen? Es gibt ganz viele Optionen. Zum Beispiel schon bei der Beleuchtung. Wenn man eine normale Glühbirne verwendet, ist die so pro Stunde so 60 Watt. Und 60 Watt ist schon eine Menge. Und ja, normale Sparlampe hat 7 Watt. Und das mal dann überlegt. Man kann eine normale Glühbirne eine Stunde dran haben. Dann hat man so viel Energie verbraucht, wie wenn man eine einzige Sparlampe fast 9 Stunden anhat. Genauso viel Energie verbraucht sie. Und das wirkt sich natürlich auf das Geld aus, wenn man das versteht. Also unterschiedliche Menge von Watt, dementsprechend unterschiedliche Preiskategorien. Und deswegen müssen einige halt mehr dafür bezahlen als andere. Also falls ihr ausziehen solltet, Energiesparlampe ist sinnvoll. Was auch sinnvoll ist, zum Beispiel, ist so ein Ding, das ist ja so eine Steckdose, die man an- und ausschalten kann. Jetzt momentan ist sie aus und so wäre sie an, würde hier leuchten und naja, ihr kennt das vielleicht, andere kennen das nicht, nämlich dadurch könnt ihr eigentlich das mit der normalen Steckdose schon mal ein bisschen sausen lassen. Denn eine normale Steckdose gibt immer Strom ab. Und bei dem Ding hier, wenn das auch wirklich auf aus ist, gibt es keinen einzigen Strom ab, weil er hier dann den Strom kappt. Also allerspätestens dort, wenn nicht sogar noch hier drinnen, weil er halt aus ist und dadurch keinen Strom zieht. Andere Geräte wie Laptops oder Staubsauger oder Fernseher oder Musikanlagen oder was weiß ich, ziehen immer Strom, selbst wenn sie als aus sind. Machen wir mal ein Beispiel, aber zum Standby-Modus. Der Standby-Modus zieht noch mehr Strom als, weil ein auses Gerät ist eigentlich so gut wie aus halt. Ne? Aber einige Geräte gehen halt nicht aus. Und wenn ein Gerät nicht ausgeht, zieht es Strom. Wenn es aus ist, habe ich eben leider fälschlich gesagt, zieht auch eigentlich keinen Strom. Also mein Staubsauger, schlechtes Beispiel gewesen, aber es gibt einige Staubsauger, die halt nur auf Energiesparmodus gehen. Ich kenne einige davon, aber... Ne? Also, ein Standby-Fernseher frisst so durchschnittlich, sagen wir mal, meiner frisst 1500 pro Stunde. Und wenn ich meinen jetzt beispielsweise 10 Stunden auf Standby lasse, also 10 Stunden, dann muss man das ungefähr rechnen mit 15 mal 10, das heißt 150 Watt die Stunde. Und das geht auch in die Kosten. Das sind nur, weil er auf Standby ist. Da ist es sinnvoller, den einfach wirklich auch auszuschalten. Und falls es nicht geht, halt ihn mit so einem Stecker zu verbinden und dann halt hier schön auf Aufdruck. Musikanlagen genau dasselbe. Aus ist immer besser als an. Und dadurch, dass man hier die 150 eigentlich hätte sparen können, kann man sich beispielsweise irgendwas Kleines holen. Wenn man aber das hingegen öfters macht, also gehen wir mal davon aus, ich würde das von den Tagen, sagen wir mal, Wochenenden mal nur gezählt, sind ein paar Wochen, ein paar Tage extra und dann hast du nicht gesehen, machen wir mal mit 150 Tagen, kann man mitrechnen. Und diese 150 Tage, das ist ja dann pro Tag, jedes Mal hier an. Und mal 150 rechnen. Ja, dann verbrauche ich also insgesamt 22.500 Watt. Nur, weil ich auf Standby ausgemacht habe.
Und das könnt ihr mal euch selber errechnen, wenn ihr mögt. Also ich kenne den Preis von Kilowattstunde. Ich glaube, in Hamburg waren es, glaube ich, 18 Cent pro Kilowattstunde. Also, rechnen wir mal mit 18 Cent. Also 18 Cent mal diese 22.500 verbrauchen wir also so circa roundabout 1 Euro. Wir haben ja einen normalen Watt gerechnet und das müssen wir also jetzt nochmal durch 1000 teilen. Das heißt also, wir verbrauchen für 4,05 Euro Strom. 4,05 Euro? Was kannst du dir alles für 4,05 Euro kaufen? Du kannst dir Brötchen kaufen, mehrfache Brötchen kaufen und sonst was. Nur weil du dieses Ding angelassen hast. Ah, spar Geld, such dir was Schönes und ja. Ja, das waren jetzt meine Tipps. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Gut, wir sehen uns dann zum nächsten Vlog wieder. Zum Vlog 45. Das ist dann Haushalt 2. Und ja, macht's gut.